Was? Eschenberge nach Sorpigala Meer gehen Süden. Achso. Ja doch, komm hin. Was ich gerade sagen wollte. Wir sind die Banshees noch gar nicht angegangen. Also bevor wir jetzt gleich zu Akt 2 weitergehen. Der wird schon vor dem Elementar-Ding sein. Oder danach, das weiß ich nicht. Aber vielleicht sollten wir vorher noch hier ein wenig versuchen, was zu reißen. It's the perfect day to begin a journey. Genau, wir machen eine Reise zu den Banshees da hinten. Und gucken, ob wir da jetzt reinkommen. Das ging bei der Presseversion ja nicht, da gab es eine Fehlermeldung. Aber vielleicht ist da ja inzwischen was. Außerdem würde ich ganz gern versuchen, mit Talana einen gewissen Spruch zu kriegen. Nämlich Geheimnisse entdecken. Und dann nochmal die Dungeons zu abklappern. Also die Spinnenhöhle und den mysteriösen Dungeon mit den Fackeln und all den ganzen Krimskrams. Weil wir haben da wohl doch ein wenig übersehen. War es gerade Gerogon? Sehr komisch. Also wir haben sehr viel zu verkaufen. Ich sortiere mal kurz. Versuch zu sortieren. 12 bis 16 ist uns das wesentlich besser. Du bist ein permanenter Lebenspunkttrank. Trink den bitte. Einen davon können wir behalten. 14 bis 16. Brauch Experte, ja, das dauert ewig. Handschuhe. Haben wir alle einen mit Rüstungswert 2 schon? 1, 1, 1, 1, 2. Hat irgendjemand nicht 2? Nö, okay. Können also auch alle weg. Schuhe sahen auch gut aus. Der Bogen hier unten war eh Mist. Na gut. Also alles Weiße hier kann weg. Wir könnten vielleicht ein, zwei von den billigen Tränken gebrauchen, aber die sind doch ziemlich teuer gewesen. Wie viel Gold haben wir? 8200. Ja gut. Wir gehen erstmal identifizieren. Und verkaufen. Gucken, was sie da noch im Angebot hat. Reparieren mussten bisher gar nichts, was immer noch sehr komisch ist. Also keine kaputte Waffe, kein kaputtes Rüstungsteil. Da ist, glaube ich, irgendwas vom Code her kaputt. Oder zu sehr genervt worden. Ne? Also vorher war es ja wirklich zu extrem, aber jetzt ist es viel zu wenig. Und ja, wir Spieler können immer nörgeln, das gehört dazu. Handeln. Weg, 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 weg. Ah, kommt gut was rum. Du bist... Hey. Wo ist der Ankh hin? Ich hoffe, ich habe den jetzt verkauft. Das sah nicht so aus. Flüsternde Schatten. Spürt das Vorhandensein von Geheimnissen auf. Genau, das war nämlich ein Dunkelzauber. Und ich glaube, Talana kann gar keine Dunkelmagie bisher. Das heißt, wir können den Spruch auch nicht lernen. Deswegen müssten wir eventuell echt die Spruchrollen kaufen. Aber 100 Goldmünzen. Bin ich doch etwas zu geizig für. Alle Objekte bestimmen. Da schon wieder das Auge. So, raus, raus. Gucken, ob du Dunkelmagie kannst. Fähigkeiten. Nö, kannst du nicht. Okay, also das Geheimnis versuchen muss dann warten. Ich versuche jedenfalls ansatzweise in dem Spiel gut klarzukommen. Also dass ich nicht Ressourcen verschwende. Das heißt, wenn ich jetzt die Schriftrollen kaufe für einen Spruch, den ich in 5, 6 Folgen wahrscheinlich eh sprechen kann, dann wäre es halt Verschwendung. Deswegen warten wir einfach. Also, Langzeitplan steht noch. Wir suchen in jedem Dungeon, also da hinten, in Fort Portmeirin, und in der Diebeshöhle auf jeden Fall nochmal nach Geheimnissen. Was machen wir erst, wenn wir den Spruch selber sprechen können? Wir haben nicht zufällig selber so eine Schriftrolle, ne? Nö, haben wir nicht. Schade. Na gut, gucken wir nochmal hier hin. Also zum Waffenschmied und zum Rüstungsschmied, ob der was Neues hat. Kriegsführung kann auch keiner, ne? Nein. Hm.
Ist 1-1 besser? 3 Licht. Ne, nicht wirklich. Realer Speer. 14 bis 18. Du hast schon was Besseres. Ja, nö. Okay, also es scheint nicht so sehr zu skalieren, wenn es überhaupt skaliert, das Angebot bei den Händlern. Muss man dann schauen. Maximus wird... Ja, können wir kurz reingucken. Ob der was zu sagen hat. Nö. Nichts Neues jedenfalls. Rüstung. Klick. Experte-Schwerrüstung kann keiner. Und irgendwas Tolles Blaues hast du auch nicht. Nö, okay. Schade. So. Irgendwo müssen wir noch die Aufgabe mit den drei Jungs übersehen haben. Haus. Gucken wir kurz nach da oben. Also die, wo man die Räuber Obermuftis ansprechen sollte, dass sie noch eine Chance haben, sich zu bessern. Genau, da verschollene Lämmer. Raus. Und hattest du schon immer eine Rüstung an? Was zur Hölle? Okay. Was sieht ziemlich gut aus. Okay, nicht auf die Brüste starren, nicht auf die Brüste starren. Du. Nee, du. Ah, sehr gut. Ist abgehakt. Ich hatte ja den Verdacht, dass wenn wir den Auftrag, ne, nachträglich annehmen, dass dann der eine Kill nicht zählt, aber das ist schön dabei. Beim Bestiarium allerdings, da gibt es irgendwie Probleme. Wir haben jetzt die ersten 4 oder 5 Gegnertypen verpasst. Das könnte die ganze Reihe in Gefahr bringen. Und laut Kommentaren gibt es da eine ganze Reihe. Nicht schön, gar nicht schön. So, wir würden gerne Dienste. Boah, die Lache. Proviant kaufen. So, Dienste. Rasten. 20 Gold. Gut. Die Lache war auch nicht besser. So, du gibst uns kein Update, wir müssen raus. Zauber können wir noch kaufen. Und dann sind wir hier drin auch soweit, glaube ich, schon fertig. Oder hatten wir noch irgendeinen Experten-Skill, den wir gerne haben wollen würden? Du hast Schwerrüstung schon. Schild. Ausdauer. Ausdauer gab es hier nur einen Meisterlehrer, keinen Expertenlehrer. Schild. Könnte vorhanden sein, das können wir kurz gucken. Luftbogenarmbrust. Schwert, Streitkolben, Axt. Nee. Keiner. Mit passiven Sachen. Also der Zwerg gibt schwere Rüstungen. Der Waffenmeister gibt Kriegskunst. Aber Schild fällt mir jetzt so nichts ein. Wir können noch kurz zum fahrenden Händler gucken, was die da noch anbieten. Aber hier haben wir, glaube ich, nichts mehr. Zauberlernen. Girugon. Zeigt nahe Fallen an. Licht. Lichtabwendung. Nö. Trick. Alle Gruppenmitglieder halten 9 Macht. Fügt 5 Runden lang. Das wird später praktisch sein, wenn wir auf Gegner treffen, die keinen magischen Schaden nehmen. Momentan will ich aber dafür keine 700 Gold ausgeben. Er spürt die Anwesenheit von Feinden in der Nähe. Ob wir sie sehen oder nicht, ich meine, wir laufen ja trotzdem in die Reihen. Halte ich also auch nicht für ganz so sinnvoll. Jallen. Ihr friert den Boden unter den Füßen einer Gruppe von Feinden im Kreis von 3 ein. Nee. Nee. Wurzel macht nur einen, ne? Ja, das ist der Unterschied.
350 ginge eigentlich. Ja, komm, den holen wir mal. Kaufen. Und Talana. Alle Gruppenmitglieder erhalten plus 10 Wahrnehmung. Ja, ähnlich wie Tyrix inneres Feuerding. Auch praktisch, wenn wir später nachkämpfen müssen, weil Wahrnehmung bringt ja auch Trefferchance. Oder für mechanische Fallen oder Mechanismen. Aber 700 Gold, ne? Wenn der anvisierte Feind im Umkreis von 5 das nächste Mal zaubert, nimmt er 62 bis 80 Primärschaden. Das ist mehr Schaden, als der Blitzstrahl macht. Ich glaube, das Ding kostet auch mehr. Blitzstrahl ist nur 15 oder so. Und wir haben noch nichts geskillt, ne? In Primärmagie. Wenn wir das ein bisschen hochbringen würden, könnte sich das echt lohnen. Ich glaube, den kaufe ich mal. Starke Winde umwehen die Gruppe und steigern bei allen Gruppen, mit der den Ausweichwert bei Fernangriffen 5 Runden lang auf 25. Den kaufe ich auch. Und alle Mitglieder halten 7 Runden lang plus 4 gegen alle Magieschulen. Ist auch Primärmagie. Zeitstart ist dann wohl auch primär. Kriege ich bitte einen Tooltip? Ja. Die anvisierten Feinde, also Plural, werden im Nahkampf in den Zustand der Zeitlosigkeit versetzt. Sie können in dieser Runde nicht angegriffen werden, aber auch selber nicht angreifen. Ja, auch gekauft. Also wenn wir von 2 Gruppen umgeben sind, drehen wir uns zu einer Gruppe hin. Die wird ausgeschaltet für eine Runde und wir können die andere angreifen. Sehr praktisch. Damit wir mit Sprüchen durch und haben noch 7000 Gold. Nix, okay. Nächstes Ziel, fahrender Händler. Und dann, also da gucken, was wir noch alles Schönes kaufen können. Ob die noch ein paar Expertenringe für uns haben, die wir gebrauchen können. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass es nur ein Lehrer war und der hatte 3 Magieschulen im Angebot. Nix anderes. Der andere war einfach nur ein Händler mit Klatsch. Aber ja, trotzdem vorbeigucken, was wir im Angebot haben. Vielleicht ein bisschen Nahrung auf Vorrat kaufen. Das soll da ja auch gehen und gar nicht so teuer sein. Und dann zu den Banshees. Hoffen, dass wir die packen. Stimmt, im Leuchtturm müssen wir auch noch Fallen gucken. Nicht Fallen, sondern nach Geheimnissen. Ich hoffe, meine nächste Stufenanstieg ist nicht so weit weg. Nee, es ist ganz nah dran. Sehr schön. 1-2 Gegnergruppen, das war schon. Dann können wir wieder in die Stadt zurücklaufen. Yay! So, da. Erdfeuer, Primärmagie. Feuer sind wir schon, Erde sind wir auch schon. Nö. Proviant kaufen. Für 33 Gold auf 9 aufstocken. Ist das wirklich aufstocken? Das heißt, du guckst, wie viel wir haben und 3 mehr kosten 33 Gold. Und wenn es nur 2 mehr werden, wären es 22 Gold. Das klingt okay, das müssen wir überprüfen. Zurück. Handeln. Flüsternde Schatten für 200 Gold. Definitiv teurer. Doppelt so teuer wie in der Stadt. Ja, hier kaufen wir nichts. Okay. Raus. 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 Schon. Und Banshees. Banshees waren hier oben. Hier gab es noch 1-2 Statuen. Die sollten wir vorher vielleicht abklappern, auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben mit dem Boni. Bonus, ja, Iridium. So. So, fühlt sich gesegnet. 10 Glück. Die da hinten nahmen Buffs weg. Das fand nicht so toll. Und wenn wir jetzt zu diesen bunten Dingern laufen, dann ist der Bonus da auch weg. Oh, dann muss es halt so klappen. Irks. Na komm. Oh, das ist eine Truhe.